Vom trüben Norden in den sonnigen Süden, genauer gesagt nach Oberabtsteinach im Odenwald. Hier leben Trucker Babe Bettina und ihr Mann Rüdiger. Es ist Sonntag und bevor Besuch eintrudelt, trifft die Schlagerlady letzte Tourvorbereitungen. Denn morgen geht's zurück auf den Bock. So, jetzt packe ich mal die Bettwäsche schon ein. Und nehme noch ein bisschen Obst mit und eine Decke brauche ich noch, meine Schuhe und Getränke. Das nehme ich alles schon mit hoch zum LKW, weil ich möchte ja noch schnell überziehen. Und die ganze Woche ist ja der Maximilian gefahren. Der hat seine Bettwäsche und wir haben unsere Bettwäsche. Deswegen habe ich noch ein bisschen was zu tun am LKW. Ja. Maximilian ist Rüdigers Sohn aus erster Ehe und arbeitet mit im Familienbetrieb. Neben dem Viehtransport verfügen die Lammers über insgesamt 3 Silos. Hallo, mein Schatz. Kannst du mir mal helfen, die Sarah ins Auto zu tragen? Gibt es was Größeres da? Ja, das gibt was Größeres. Oh je. Wir sind ja eine Woche unterwegs. Oh je. Große Touren unternehmen die beiden Turtle-Trucker gerne gemeinsam. Seit 11 Jahren sind die zwei ein Spitzenteam. Zu Hause und in der weiten Welt. Mit dem Silo-Truck haben sie schon ihre Jubiläumsfahrt gemacht. Morgen geht es wieder los. Gentlemen. Die Schuhe noch? Ja. So. Gut. Jetzt fährst du das hoch. Alla, bis später. Ja, und dann ist er? Kaffee und Kuchen. Kaffee und Kuchen? Ja, Kaffee und Kuchen gibt's heute. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Rüdiger muss noch Routen planen und Bettina sich sputen. Denn in 2 Stunden schneit noch Besuch ins Haus. Die beiden sind eben nicht nur Trucker, sondern auch Familienmenschen. So, ich fahre jetzt zum LKW und werde einfach mal die Sache einpacken und die Bette überziehen. Sehr wichtig. Der steht ja immer oben auf dem geschützten Parkplatz. Man weiß ja nie. Ja, also uns haben sie ja schon mit dem Rode immer in die Radkappe nachts, wo wir geschlafen haben, geklaut. Und wir haben es nicht gemerkt. Bisschen Gas geben, ne? Kleine Rennfahrerin. Und erfahrene Truckerin. Seit 11 Jahren fährt sie unfallfrei. So, jetzt sind wir auch schon auf dem Platz. Das ist mein Auto, ne? Mein LKW. Naja, zumindest für die nächste Tour. Denn mit dem roten Sattelzug ist meist Stiefsohn Maximilian unterwegs. Zu Hause muss Viehhändler Rüdiger noch ein bisschen nachsitzen und vorausplanen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Abrechnungen gemacht und jetzt stelle ich hier noch die Tour zusammen für morgen. Also es geht los hier in Abtsteinach, dann fahren wir hoch nach Furkauen, laden dort ab, dann laden wir wieder in Großenlüder, auch in der Nähe von Fulda und laden dann für Schweden, für nach Knivdinge oder wie es heißt, ja, oberhalb von Helsingborg, da fahren wir dann hin und da müssen wir dann am Dienstag ausladen. Klingt easy, doch Silofahren wirft Fragen auf. Wo kriegt man den Tank unterwegs wieder sauber, zum Beispiel? Das war beim alten blauen so und ist beim roten nicht anders. Ich rechne immer 70 Kilometer eine Stunde. Und wenn natürlich dann Stau ist oder Vollsperrung oder irgendwas, ja, und dann mal sehen, wie das Wetter oben ist. Dann, wir wollen ja über die Öresundbrücke. Wenn dort Sturm ist, darfst du mit dem LKW dort nicht drüber fahren. Ja? Und dann verschiebt sich halt alles nach hinten. Im Zeitplan. Ne? Aber ich glaube, nächste Woche soll das Wetter einigermaßen gut werden. Sonst müssen wir halt ein bisschen außen rumfahren, müssen über Helsingborg fahren, müssen da noch mal eine kleine Fähre nehmen. Ja, aber das entscheiden wir dann vor Ort. 3 Tage haben die beiden für ihren Schwedentrip eingeplant. Morgen soll es losgehen. Ja, also den Truck jetzt herzurichten, weil wir morgen auf Tour gehen, ist eigentlich immer, ja, ist immer ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber ich mach's gern. Weil ich bin ja jetzt dann ein paar Tage mit meinem Mann zusammen. Ja, und es ist immer schön, wenn wir auf Reisen gehen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, der Maximilian hätte es eigentlich machen sollen. Aber naja, was macht man nicht alles, ne? Nur die lassen sich immer so blöd überziehen, weil hier alles so eng ist. Und ja, ich muss mal da reinkrabbeln, ja. So.
Morgen will Schlagerlady Bettina mit Ehemann Rüdiger auf große Tour Richtung Schweden. Da wird das Fahrerhaus zur Einraumwohnung. Die lassen sich immer so blöd überziehen, weil hier alles so eng ist. Und ja, ich muss mal da reinkrabbeln, ja. So. Wenn ich jetzt das Sagen hätte, mein LKW würde doch etwas anders da aussehen. Das ist eigentlich mehr so Männerfabel mit dem Dunklen. Und das ist einfach ein enger Raum. Ich würde es jetzt heller gestalten. Ja, dass es vielleicht ein bisschen mehr leuchtet oder so. Ich würde auch die Knöpfe vielleicht ein bisschen heller machen. Also generell würde ich das alles ein bisschen anders da gestalten. Das kostet halt auch jede Menge Geld, muss ich auch sagen, ne? Aber man wohnt halt hier drinnen, ja, und dann möchte man es einfach schick haben. Ja, wie zu Hause eigentlich auch. So, ich habe mir heute mal so ein bisschen eine gelbe Bettwäsche mitgenommen mit Herzle, ne? Das ist halt wieder typisch fraulich, ne? Irgendwas Frauliches muss hier dahin sein. Schöne Herzle, da schlafe ich bestimmt sehr gut drin. Er darf dann oben schlafen und ich schlafe unten. Ich muss nachts immer einmal raus. Und von da oben runter zu klettern, ja, ist für mich, weil dieser LKW hat keine Leiter. Früher war da beim Blauen war hier eine Leiter. Ne? Und hier, ja, ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie da hochkäme. Ja? Also das geht nicht. Ich glaube, es funktioniert bei mir. Bei mir nicht. So, und ich glaube, dann bin ich fertig. So, voilà. Gerade noch zur rechten Zeit, denn zu Hause in Oberabtsteinach hat sich zum Sonntagskuchen Besuch angekündigt. Und Rüdiger hat's auch noch nicht gebacken bekommen. Ah, so, jetzt habe ich die Bette überzogen im LKW. Ja, und wie viele Kilometer haben wir jetzt? Das sind ungefähr 1100 Kilometer. Ui, das ist ein Wort. Es gibt eine interessante Tour. Mehr zwei und Schweden. Super. Ha, okay. Hast du schon Kaffee gemacht? Ja, ist schon fertig. Jetzt kommen gleich die Gäste. Es also, gleich jemand kommen. Dummel dich ein bisschen, ne? Ich beeile mich. Ich ruf dich, ne? Ja. Tschüss. Hallo. Hallo. Freuen mit euch. Hallo, Mama. Hallo. Hallo. Kommt rein. Hallo, Rüdiger. Setzt ein. Servus. Bettinas Sohn André und Freundin Vanessa, Rüdigers Fahrer Jochen, der fast schon zur Familie gehört, und Bettinas Schwester Johanna trudeln ein. Die kleine Abschiedsgesellschaft vor der großen Tour. Was ist mit dem Kuchen da hinten, oder? Das ist meiner, wo wir mitnehmen. Ach so. Den habe ich vorhin schon gebacken. Ich wollte ihn gerade schon anschneiden. Wann fahren wir los? Wann fahren wir los? Morgen früh um 5. Um 5? Mhm. Das heißt, ihr seid dann ein paar Stunden auf dem Schiff unterwegs. Wie lang fährt die Fähre? Das ist unser Schwede-Experte. Ja gut, die von Puttgarn nach Rødby geht nur 50 Minuten. 50 Minuten, fahren wir auf der Fähre dann? Da war ich schon einmal drauf. 50 Minuten. Da habe ich die Dusche gesucht, dann habe ich die scheiß Dusche nicht gefunden. Und dann habe ich da drin geduscht. In ohne, so Navi. Ohne Navi. Ohne Navi. Ohne Navi. Wie will die dort die Und dann war ich kaum gezogen, hat schon Kasse. Sie können wieder an ihre Autos. Wir landen gleich. Das Trucker-Babe aus Hessen hat schon etliche Auslandstouren gemeistert. Aber die Überfahrt auf der Fähre wird ihr immer in Erinnerung bleiben. Boah, ist das eng hier. Das ist voll die Kacke hier. Ich will ja noch aussteigen können. Ich hoffe, dass der Nevermann nicht so hinfährt. Ich weiß gar nicht, wie ich aussteigen soll. Das ist jetzt ein Witz, oder? Gut, da konnte ich gleich die Krise. Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Man muss ihn halt nur finden. Dusche nach unten. Soll einer sagen, Trucker bewegen sich nicht genug? Gefunden, LKW-Duschen. Ich guck jetzt mal rein. Ich weiß ja nicht, ob das auch für Frauen ist. Der Hit ist es nicht, aber ich bin froh, wenn ich geduscht hab. Wie willst du ohne Navi durch die Stadt? Oh, das war der Hammer. Ja, seid ihr jetzt eine ganze Woche weg? Eine ganze Woche sind wir jetzt wie auf Tour, gell? Rüdiger, wie hältst du denn überhaupt aus? Eine Woche lang. Also ich bin froh, wenn meine nicht wieder freitags dann aussteigt, weil... Wir fahren gerne als noch einen Tag länger, gell? Wir kommen meistens erst samstags home. Mein Mann ist gern mit mir zusammen, gell? Ja. Mhm. Er ist immer froh, wenn ich dabei bin. Wir harmonieren total. Wir können auf dem engsten Raum mehr
eine Woche gut. Nee, ist ja schön. Also ich bin auch froh, wenn sie dabei ist. André stammt aus erster Ehe. Damals schnitt Bettina noch Haare. Ich bin stolz als Sohn, dass meine Mutter das macht. Und auch im Kumpelskreis hätte ich nicht gedacht, dass die Jungs sagen, wir feiern deine Mama voll. Und das ist eigentlich ganz cool. Seid ihr satt worden? Ja, war der Kuchen gut? Ja. Ja. Kuchen gut, alles gut. Der nächste Tag kann kommen.